Hallo Waldkauzfreunde. Wir sind hier bei uns im Revier, sind auf der Jagd gewesen, sitzen jetzt in der wunderschönen Herbstsonne und haben überlegt, was wir anstellen. Und dann ist uns die Idee gekommen, dass wir einfach mal unseren niegelnagelneuen Rucksack, das Husarenstück, näher präsentieren, weil es über ein Video vielleicht ein bisschen einfacher ist, als nur einen Text zu schreiben und 3-4 Bilder im Onlineshop anzubieten. Und der hat so viel zu bieten, dass wir jetzt einfach mal von vorne bis hinten alle Vorteile und Details in der Kamera festhalten. Willkommen beim Waldkauz. Wir sind eine kleine Firma, die sich auf die Herstellung feiner Jagd- und Outdoor-Ausrüstung aus Loden, Filz, Leder und anderen hochwertigen Materialien spezialisiert hat. Wir gehen selber zur Jagd und sammeln unsere Erfahrungen und Inspirationen für neue Produkte in der Praxis. In unseren Videos möchten wir euch unsere Produkte vorstellen und die kleinen Details und Besonderheiten an ihnen erklären. Und wir möchten einen kleinen Einblick geben, wie und wo wir arbeiten und unsere Ideen in die Tat umsetzen. Viel Spaß! Die Form von dem Rucksack haben wir sehr schlank und sehr hoch gewählt. Das ist so ein bisschen in Anlehnung an klassische Trekking-Rucksäcke und die haben das auch nicht ohne Grund. Das ist eine sehr gute Gewichtsverteilung auf dem Rücken, auf den Schultern, auf den Hüften auch und hilft nebenbei gut durch Kanzeltüren zu kommen oder mal irgendwo durch die Dickung zu streifen. Material ist unser bewährter Loden, den wir auch von anderen Rucksäcken kennen und den wir in den allermeisten unserer Produkte verarbeiten. Was besonders ist an dem Rucksack ist, dass wir den kombiniert haben mit einem neuen Material, was wir erst relativ wenig einsetzen. Das ist Waxed Cotton. Das ist eine Baumwoll-Wachsmischung aus reiner Baumwolle, die wir aus England beziehen, die man von klassischen Wachs-Cotton-Jacken kennt auch. Ist sehr wasserabweisend und hilft halt ein bisschen einen zusätzlichen Regenschutz zu machen. Gerade bei langen Wanderungen kann das von Vorteil sein. Den Wachs-Cotton oder die gewachste Baumwolle haben wir an drei Stellen verarbeitet. Das ist einmal der Deckel, da wo der Hauptregeneinschlag ist. An den Seitenklappen. Wir haben an beiden Seiten jeweils zwei Taschen für Gepäck und die lassen sich mit einem kurzen Griff mit so einem kleinen Wachskottendeckel versehen, den man rausholt, wenn es regnet und einen zusätzlichen Schutz für die Ausrüstung hat. Die dritte Stelle ist der Boden. Wenn ich den Rucksack irgendwo abstelle und feuchtes Gras habe oder Schnee, dann wird er von unten nicht so leicht Feuchtigkeit abbekommen. Die Taschen an den Seiten habe ich eben schon mal erwähnt. Das sind aber nicht die einzigen. Wir haben im Inneren, da kann ich gleich nochmal ein paar Aufnahmen reinzeigen, eine ganze Reihe Taschen. An den Seiten gibt es jeweils nochmal eine. Auf der Rückseite gibt es eine, die mit dem Reißverschluss verschlossen wird, wo ich den Jagdschein, eine Warnweste und ein paar Plastiktüten für eine Leber oder ähnliches reintun kann. Hier vorne haben wir einen Eingriff, der ermöglicht mir in den unteren Bereich des Hauptfachs zu kommen. Das Hauptfach hat 32 Liter ungefähr, ist also sehr geräumig. Da passt auch mal eine große Decke oder unser Ansitzsack Pets rein zum Beispiel oder noch ein Pulli oben drauf. Der wird verschlossen durch ein Zurgurt. Der ist sehr simpel gehalten, aber sehr funktional. Der hat einen kleinen Schieber aus Leder, mit dem mache ich den zu. Dann lege ich mir eine kleine Schlaufe rein und dann sitzt der. Und wenn ich den öffnen will, ziehe ich einmal an der Schlaufe und er ist wieder offen. Zwischen Deckel und Hauptfach ist nochmal Raum, da kann ich meine Jacke zum Beispiel drunter stecken oder einen Pulli oder halt nochmal eine Decke drüber schmeißen. Verschlossen wird er mit einem kleinen Acetalhaken, der aus einem bruchfesten Kunststoff ist. Acetal, das ist ein Material, was sehr stabil ist, aber viel leiser als Metall und dadurch nicht so leicht klapperanfällig ist und Geräusche macht. Im Deckel ist auch nochmal eine Tasche drin, die sehen wir hier. Das auf der Rückseite lässt sich öffnen, da kann ich noch Sachen reinpacken, auf die ich einen schnellen Zugriff haben möchte. Das heißt, wir haben insgesamt 10 Taschen zusätzlich zu dem Hauptfach und damit 11 Fächer, in denen wir unsere Ausrüstung sortieren können. Und wenn uns das nicht ausreicht, dann haben wir hier an dem Hüftgurt, auf den gehe ich gleich nochmal ein, noch die Möglichkeit aus unserem Modulus-System links und rechts nochmal ein Täschchen anzubringen, um Proviant oder die Taschenlampe oder solche Sachen drin unterzubringen oder einen Wildbergehaken. Diesen Hüftgurt, den erkläre ich gleich nochmal im Detail. Der Rücken ist gepolstert mit einer extra Wattierung, damit die Sachen, die im Rucksack sind, nicht zu sehr gegen den Rücken drücken und er sich angenehmer tragen lässt. Neben den Taschen haben wir noch eine Reihe von Riemen, das sieht man hier, auf jeder Seite oben und unten einen und ein Doppelriemen, der hier unter der Verschlussschnalle vom Hauptfach sitzt,
Die dienen einfach dazu, dass man Sachen nochmal festzurren kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Dreibein habe, was sich zusammenfahren lässt, ein Teleskop-Dreibein, dann kann ich das hier unten in die Tasche reinstellen und oben durch den Riemen schlaufen und habe einen guten Halt an dem Rucksack und brauche das nicht in der Hand führen. Diese Schlaufen hier vorne, die sind jedem frei überlassen, wofür man sie benutzt. Die haben sich aus der Produktion ergeben und da kann man mit dem Karabiner nochmal was dranhängen, was auch immer jedem einzelnen Jäger dabei einfällt. Ich hatte eben schon mal die Ergonomie erwähnt, die uns bei dem Rucksack sehr wichtig war. Das bezieht sich auf den Tragekomfort in erster Linie. Wir haben einen Riemen, der relativ breit ist, der ist fast 6 cm breit, der ergonomisch geschnitten ist, sodass der Riemen sich weich um die Schulter legt. Der ist gepolstert mit dem 3 mm Filz, den wir bisher auch immer verwenden und lässt sich in der Länge nochmal über diese Zobänder sehr einfach verstellen. Wenn ich die hochnehme, kann ich den Riemen verlängern und durchziehen. Selbst wenn ich ihn anhabe, kann ich an der Seite ziehen und kann ihn wieder verkürzen. Zusätzlich zu dem Trageriemen haben wir einen Hüftgurt. Der hat die Funktion, dass er das Gewicht, was alleine auf den Schultern lastet, verteilt und zum Teil mit auf die Hüfte setzt. Das heißt, es ist auch eine Einstellungsfrage. Da muss man ein bisschen rumprobieren, wie es für einen selber am besten funktioniert. Aber ich verteile das Gesamtgewicht des Rucksacks auf 2 Punkte an den Schultern und auf meine Hüftknochen und dadurch wirkt der über lange Strecken besonders sehr viel leichter. Der Hüftgurt lässt sich mit dieser ebenfalls aus Acetal hergestellten Schnalle öffnen und schließen und auf beiden Seiten über den Zurgurt sehr einfach verstellen. Wenn ich den ein bisschen kippe, kann ich den enger machen und weiterstellen. Und wenn ich meine Einstellung gefunden habe, kann ich den auch in dieser Schnalle nochmal fixieren, indem ich das durchschiebe und habe den festgesetzt. Das Schöne an dem Hüftgurt ist, wenn ich ihn nicht brauche, dann kann ich ihn abnehmen. Das heißt, ich ziehe einfach die Riemen durch diese beiden Lederschlaufen, durch die beiden Lodenschlaufen und habe ihn abgenommen und kann ihn mir aufheben, wenn ich irgendwo mal eine weitere Wanderung mache oder auf Jagdreisen gehe oder sowas, dann kann ich den einfach wieder mit ein paar Handgriffen dran machen und habe diese Zusatzfunktion schnell wieder hergestellt. Ein zweites sehr schönes Detail ist der Brustgurt. Auch der ist abnehmbar, da gibt es so einen kleinen Clip, den kann ich öffnen und kann den hier ausschlaufen durch die Schlaufe. Das heißt, auch den kann ich abmachen, wenn ich ihn nicht benutzen will. Ist aber ein sehr, sehr hilfreiches kleines Detail. Der lässt sich auch sehr einfach in der Länge verstellen und hält aber bombenfest, wenn er angebracht ist. Und dieser Brustgurt bewirkt, dass ich den Träger, den Druck der Träger, die auf der Schulter lasten, so variieren kann, dass ich, wenn es Ermüdungserscheinungen gibt, den leicht verändern kann und sofort merke, dass das Tragen wieder angenehmer wird. Das ist eine sehr schöne Sache. Der hat 2 unterschiedlich hohe Schlaufen. Das haben wir einfach festgestellt, dass je nach Körpergröße und auch bei Männern und Frauen der Sitz dieses Brustgurts manchmal an unterschiedlichen Stellen als angenehm empfunden wird und deswegen ist der an unterschiedlichen Stellen einschlaufbar. Dann haben wir einen Tragegriff, der einfach dazu dient, wenn ich den Rucksack mal so hochnehmen will oder zum Auto tragen will, dass ich ihn gut fassen kann. Und ein ganz kleines, aber schönes Detail, wir haben diesen kleinen Lederbock hier auf beiden Seiten auf dem Riemen sitzen. Der dient nochmal dazu, dass der Gewehrriemen so ein bisschen arretiert werden kann und mir der Riemen vom Gewehr nicht so leicht über den Rucksackriemen rutscht. Da muss man den Riemen vielleicht ein bisschen nach außen schieben und dann passt der Gewehrriemen noch dazwischen. Alles in allem haben wir versucht, in den Rucksack alle Ideen reinzubringen, die uns in den letzten Jahren noch so zu einem guten Jagdrucksack gekommen sind. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wenn trotzdem noch Fragen da sein sollten, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, anrufen. Wir beraten unsere Kunden sehr gerne am Telefon und werden offene Fragen klären und die dann im Zweifelsfall auch in den Beschreibungen im Online-Shop noch mit unterbringen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen jagdlichen Herbst mit gutem Wetter und viel Anblick und Anlauf und wünsche euch viel Weidmannsheil.